wenn du etwas richtig gut lernen willst, zum Beispiel eine Kampfsportart oder einen Kuchen backen, dann wirst du jeweils zu einem Meister gehen, zum Kampfsportmeister oder zum Bäckermeister. Und genauso ist es auch in der Wirtschaft, dass du dich an denen orientierst, die es geschafft haben. Und ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist Rockefeller. Und von ihm wurden insgesamt 10 Lektionen auf den Markt gebracht und die erste stelle ich dir heute vor. Kommen wir zur ersten Erfolgsgewohnheit von Rockefeller. Er hat gelernt, dass es wichtig ist, regelmäßig sein Führungsteam zu überprüfen. Und zwar danach zu überprüfen, ob es gesund ist und auch in die gleiche Richtung marschiert. Das erste, wozu Rockefeller dich einlädt, ist Respekt, Wertschätzung und Achtung für die Unterschiedlichkeit der Führungskräfte. Denn jedes Team, jede Abteilung hat unterschiedliche Prioritäten. Marketing und Sales hat ganz andere als Finanz und Buchhaltung beispielsweise. Auch die Führungsstile werden im Sales und Marketing anders sein als beispielsweise in der Buchhaltung oder in der Umsetzung Operation draußen bei Installationsarbeiten. Ich lade dich also hier ein, das erste Kriterium zu überprüfen in deinem Team. Sind diese Achtung und Wertschätzungsgrundsätze vorhanden? Beim zweiten Punkt geht es darum, ob sich deine Führungskräfte regelmäßig treffen. Einerseits um Verbesserungsvorschläge zu identifizieren und gemeinsam zu entwickeln, andererseits aber auch um über die Strategie zu sprechen und diese zu verbessern. Als dritte Kategorie empfiehlt Rockefeller, die Aus- und Weiterbildung auch zu notieren und zu überwachen und vor allen Dingen sicherzustellen. Bilden sich deine Führungskräfte weiter? Bilden sie sich monatlich weiter? Bilden auch die Führungskräfte die Mitarbeiter weiter? Denn wenn deine Firma wächst, wachsen auch die Anzahl der Projekte, damit die Aufgaben. Bleiben aber die Systeme, Methoden und Prozesse gleich, gibt es eine Überlastung und im schlimmsten Fall Burnout oder ein Zusammenbruch oder Absenken der Qualität. Und als letzten Punkt empfiehlt Rockefeller die immer wieder stattfindende Überprüfung der Debatten der Führungskräfte untereinander. Denn es gibt einen Grundsatz. Da, wo alle Menschen in einer Diskussion der gleichen Meinung sind, ist diese Diskussion verschwendete Zeit. Erst da, wo Debattieren stattfindet, wo Streitigkeiten stattfinden, wo Konflikte konstruktiv gelöst werden, da gibt es auch Weiterentwicklung. Es liegt nun also an dir, das erste Rockefeller-Kriterium, die erste Erfolgsgewohnheit umzusetzen. Und das ist keine einmalige Sache, sondern es ist so wie das tägliche Waschen, so wie das tägliche sich neu motivieren, so wie das tägliche Training, um fit zu bleiben. Eine regelmäßige Maßnahme, die du einplanen kannst. Überprüfe das am besten einmal im Quartal und zwar schriftlich. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Unternehmen darauf einzustellen, umzustellen, dann kannst du gerne auch Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur über 40 Berater, sondern auch Coaches im Team und Trainer, die dich dabei begleiten können, das zu installieren und aufrechtzuerhalten, zu monitoren, ein Controlling durchzuführen, auszuwerten, um dann entsprechende Handlungsmaßnahmen auch zu entwickeln, die dieses Prozess dauerhaft installiert lassen. Gerne also nutze unser kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen dir gerne weiter. Bitte bewerte auch dieses Video mit Daumen hoch. Abonniere den Kanal und dann erfährst du auch die nächsten neuen Erfolgsgewohnheiten von Rockefeller. Viel Erfolg wünscht dir dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.